Herzlich willkommen zum nächsten Foodspot. Heute sind wir mal wieder in Bremen bei Adil Uster, Köstkebabhaus. Eins der leckersten Adana, die ich jemals gegessen habe, kann ich jetzt schon mal spoilern. Denn wir haben gerade schon gegessen. Intro kam danach. Guckt euch an, wie es hier drin aussieht. Wir gehen rein. Mir wurde von Doggy von BBB Dönerbüt ans Herz gelegt, auf jeden Fall hier diesen Adana zu essen. Eigentlich sind wir auch nur deswegen hier in Bremen 200 Kilometer gefahren, nur für einen Adana. Klingt ein bisschen crazy, ist es vielleicht auch. Aber so wie er davon geschwärmt hat und er meinte, du musst dahin, da bin ich. Schöne Grüße, Doggy. Es sieht auf jeden Fall köstlich aus. Das Ganze wird unten im Keller zubereitet mit einem Wiegemesser, so wie wir es in der Türkei hatten. Also sehr vielversprechend, so sieht das Ganze aus. Eieiei, auch ich merke schon, es zergeht im Mund, so wie es sein sollte. Dazu gibt es Bulgur, Reis, ein bisschen Lavaschbrot, das war's. So, ich muss jetzt reinhauen. Boah, scheiße. Alter. Perfekte Würzung, krasse Röstaromen drauf. Er hat es wirklich nur kurz auf dem Grill gehabt, aber es ist unbeschreiblich. So muss es aussehen, das zerfällt. Du kannst es nicht richtig mit einer Gabel aufnehmen, weil das komplett zerfällt. Genau so muss es sein. Dann hast du einen perfekten Adana-Spieß. Krank. Also ich zeige euch den Laden gleich mal von außen. Ihr würdet hier niemals reingehen, wenn ihr es einfach so beim Vorbeifahren sehen würdet. Unbedingt herkommen, wenn ihr hier seid, oder auch von mir aus auch von Braunschweig herkommen. Krass. Brot dazu. Also, komm mal her. Komm mal her. Du musst es probieren. Wenn ihr jetzt ihre Augen sehen könntet. Ist krass, ne? Okay, Doggy, eigentlich dachte ich, du verarschst mich. Ich wollte schon sagen, okay, ich höre nicht auf ihn, aber das ist heftig. Ich will auch gar keinen Reis dazu essen. Einfach, es ist wirklich richtig gut. Ja. Also, jeder, der das Video gesehen hat, Food Tour Türkei, Didim Cizbaz, da habe ich gesagt, das ist das Krasseste, was ich jemals gegessen habe. Das ist der krasseste Adana in ganz Deutschland. Also, da stinkt sogar Kebabland ab, muss ich leider sagen. Obwohl das Brot da natürlich geil ist, aber das ist ein Traum von Adana. Boah. Kann ich mal aufhören. Ich weiß, du willst die Hälfte abhaben, aber kriegst du gleich. Also wirklich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Bitte kommt hierher, probiert es aus. Ich danke Doggy für die Empfehlung. Wirklich ein Traum. Ich glaube, der erste Biss ist schon krass, ja. Du beißt rein und denkst, wow. Leider haben die das Fleisch heute Morgen schon alles fertig gemacht. Sonst wäre ich jetzt mit runter in den Keller gegangen, um zu sehen, wie die das machen. Das Dönerfleisch wird hier natürlich auch selbst gesteckt auf Holzkohle, Grill. Aber kommt einfach nur her und isst den Adana. Nichts anderes. Das ist krass. Es riecht auch so heftig. Oh. Okay, ich esse jetzt noch mal kurz den Reis. Aber auch geil, ja. Oh, der Reis hat den Geschmack angenommen, das ist auch krass. Wow. Also, was soll ich sagen? Kommt einfach her, überzeugt euch selbst. Ja, wir haben jetzt gerade noch was aus der Küche bekommen. Ein Künefe mit Eis. Mit diesem türkischen, wie heißt das? Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Egal, auf jeden Fall. Original Wiener Türkei. Nicht diese, also dieses ein bisschen bissfessere. Und da ich Engelshaare liebe, nicht die von Alberto, immer noch nicht, sondern die von Künefe, schön frisch, selbst gemacht. Dann nehmt ihr ein bisschen Eis, ein bisschen Künefe. Sehr heiß.
aber auch sehr lecker. Eieiei. Allein schon, wenn ich diese Pistazien sehe. Es ist so krank. Ist ja nicht so, als wir vor einer halben Stunde erst gegessen haben, aber gib ihn. Danke. Oh, danke. Und dann kriegen wir noch Chai dazu. Danke. Dankeschön. Was für eine Bedienung. Wir lassen uns gut gehen. Auf jeden Fall Adana hundertprozentig. Als Nachspeise kann ich euch das auf jeden Fall auch empfehlen. Gute Nacht. Tschüssi.